Semmeln und weich sie kräftig ein. Und mit nassen Händen mixt du Hackfleisch hinein. Ein bis zwei Zwiebeln, Petersilie vielleicht. Und dann Salz und Pfeffer, das ist alles ganz leicht. Und schließlich gibst du noch zwei Eier dazu. Das ist der Frikadellen-Beefsteak, Hamburger Bulettenblut. Und jeder würzt sie sich anders, ja, es kommt ganz drauf an. Der eine nimmt Schnittlauch, ein anderer Majoran. Muskat oder Knoblauch und Zitronensaft. Einfach so nach Belieben, ganz der Zunge nach. Und meistens macht man noch Ketchup dazu. Das ist der Frikadellen-Beefsteak, Hamburger Bulettenblues. In Berlin sind's Buletten, da nennt man es so. Frikadellen in Hamburg, Hamburger anderswo. Und in feinen Lokalen sagt man deutsches Beefsteak dazu. Fleischpflanzen in Bayern und allen schmecken sie gut. Bereitet sie anders zu. Das ist der Frikadellen-Beefsteak, Hamburger Bulettenblues.